Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Simone Lauder kam zuletzt im Oktober 2017 zu einem Länderspieleinsatz. Urheberrecht Getty Image. Simone Lauder gibt nach langer Verletzungspause ihr Comeback im DFB-Team. Martina Voss-Tecklenburg nominiert die 32-Jährige in ihren erweiterten Kader. Nach langer verletzungsbedingter Abstinenz ist Simone Lauder, 32, zurück im Kreis der Nationalmannschaft. Die Mittelfeldspielerin, die im Oktober 2017 ihr 103. und bislang letztes Länderspiel absolviert hatte, gehört zum erweiterten Kader der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, der seit Freitagabend in München versammelt ist. Dort stehen nach dem 1:0-Sieg in Frankreich am Donnerstag zum Start ins WM-Jahr 2 Trainingstage an. Zum Abschluss der Maßnahme finden am Montag und Dienstag Marketingmaßnahmen statt. Neben Lauder stießen auch Leonie Meyer, Babette Peter, Maximiliane Rall und Linda Daimann zum Team. Die nächsten Länderspiele auf dem Weg zur WM in Frankreich, 7. Juni bis 7. Juli, bestreitet der zweimalige Weltmeister in Schweden sowie in Paderborn gegen Japan, 6. und 9. April. Die WM-Generalprobe steigt am 30. Mai in Regensburg gegen Chile.